Yeah! Was geht ab, Leute? Mein Name ist Seko und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder Chemistry Style und zwar Folge 2. Natürlich wieder mit Osan. Ja, was machen wir heute? Catalyst, Back, Bonne und Angel. Ja, genau. Ja. So, Freunde. Wie versprochen gibt es pro Style zwei Spieler. Wir fangen an und zwar mit Backbone. Erster Spieler Hector Bellerin von Arsenal, Rechtsabwehr. Ja, momentan sieht seine Werte halt so aus: 95 Pace, 51 Schuss, 69 Pass, 78 Dribbling, 75 Def und 70 Physis. Ja, Backbone. Wenn wir jetzt Backbone geben würden, ja, ich denke, er hat dann ordentliche Werte. Auch immer viel stabiler als vorher. Also Pace hat er ja schon genug. Ich glaube, das reicht. Er braucht nicht, also er braucht kein Anchor oder Shadow. Was er braucht, ist auf jeden Fall Def. Das hat er jetzt. Genau. Physis hat er jetzt und Passen hat er jetzt. Das ist ein guter Allrounder geworden. Genau, also auf jeden Fall Backbone, Hector Bellerin ist sehr, sehr gut. Genau. Und jetzt zweiter Spieler. Und zwar Desai. Ja, wer muss man überlegen? Second. Ikon. Genau, wir haben uns überlegt, mal eine Ikone einzubauen. Genau, das haben wir auch unten in den Kommentaren geschrieben. Das könnt ihr auch jetzt genau schreiben für die nächste Folge. Spieler schreiben, Chemistry Style. Schreibt einfach rein, Jungs. Einfach mal reinschreiben. Dann, also, wir gucken. Ja, er guckt auch. Einfach mal schreiben und ja, dann machen wir einfach weiter. 88 Desai. Coole Werte. Genau. Ja, also Passspiel, denkst du, braucht er? So Passen als, braucht er auf jeden Fall. Genau, so als ZDM, ne? Ja. Und ja, geben wir mal jetzt Backbone. Dann hat er auf jeden Fall 76 Pass. Def und Physis sehr, sehr. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall krass, Digga. Ist einfach krass. Ich glaube, da kommst du nicht so einfach durch. Ja, 83 Pace reicht eigentlich auch für einen Sechser. Und 96 Def, 94 Physis. Also. Ja, jetzt hat er sich verliebt. So, er sagt so, soll ich jetzt holen? Ist auf jeden Fall krass. Du könntest auch überlegen, etwas mit Dribbling zu geben, kann man auch machen. Ja. Kann man auch machen als Empfehlung. Also es ist nicht Pflicht, jetzt Backbone zu geben, aber kann man machen. Ich dachte, also er dachte das auch, dass es eine gute Alternative für Desai ist. Genau. Und ja, deswegen haben wir uns für Backbone entschieden. Genau. Kann man so spielen. Kann man. Man kann auch andere Chemistry-Style nehmen natürlich, aber wir haben jetzt für Desai einfach mal genommen. Ja. Und ich denke schon, er hat dann ordentliche Werte. Passt auf jeden Fall. Genau. Passt auf jeden Fall. Ja, machen wir weiter dann mit Catalyst. So, Freunde, also zwei Spieler wieder. Ja, diesmal Catalyst, wie gesagt. Osan, starte. Unser erster Spieler, Isco. Also gute Werte. Genau, zentral Offensivspieler. Braucht auf jeden Fall Tempo und auf jeden Fall Pass. Weil für einen Zehner ist es wichtig zu passen. Genau, er spricht aus Erfahrung, weil er auch mit Isco gespielt hat. Genau. Und jetzt zeige ich euch mal, zeigen wir mit Catalyst. Ja, so sieht es aus. Er bekommt dann halt, er hat dann 83 Pace, 92 Pass. Ja. 83 Schuss reicht als Zehner. Genau. Dribbling sowieso, keine Frage. Also auf jeden Fall gute Werte. Sieht mit Catalyst. Auf jeden Fall stabil aus. Sieht richtig geil aus. Und ja, zweiter Spieler, ja, auch Catalyst. Und zwar Wanyama. Ja, das ist ein außergewöhnlicher Spieler. Das ist kein offensiver Spieler. Wir wollten das so halten, dass wir einen Offensiven nehmen und einen Defensiven. Und da haben wir uns jetzt für Wanyama entschieden. Genau. Und Wanyama spielt die auch. Das habe ich auch schon. Ja, als, wenn man sehr, Champions sehr viele. Spielt, sehr, genau. Sehr viele spielen Wanyama. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das so. Und dann sieht es so aus, wenn man halt einen Catalyst gibt, ne? 77 Pace und 80 Pass. Ordentlich auf jeden Fall. Def und Physis braucht er ja nicht. Ja. Also was er halt nur noch braucht, ist halt Pass und Pace und Schuss. Braucht er als Sechser. Muss nicht sein. Genau. Das war's. Jetzt und Nummer 3 und zwar. Was war Nummer 3? Engine. Nein, okay. Engine. So, Freunde, also als nächstes Engine und wir haben uns für zwei Spieler entschieden und zwar von FCB, ja, von Bayern und zwar Tolisso, ja, kranke Werte, ich sag mal alle über 70, ja, und ja, wenn man da schöne Engine gibt, ja, Pass, Tempo und Dribbling. Ja, Mann, das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut für ihn. Ja, also. Wenn ihr halt nicht die Coins habt, dann holt ihr euch Tolisso, ja, gibt Engine. Und falls ihr halt die Coins habt natürlich und Bayern Egg habt, ja, mit Boateng, Alaba und jetzt Vidal, ja, Vidal sieht dann so aus, mit 75 Pace, 81 Schuss, 80 Pass, 79 Dribbling, 83 Def und 84 Physis. Einfach, ja, wenn du keine Coins hast, holst du Tolisso, wenn du Coins hast, holst du dann Vidal.
Genau. Ja. Und dann brauchst du noch eine richtige Chemistry Style und natürlich Engine. Engine passt auf jeden Fall sehr, sehr gut auf Arturo Vidal. Hat er 82 Pace, über 86 Dribbling, ja, über 87 Pass, das ist auf jeden Fall krass. Ja, sieht so aus wie Dings hier, Hullet, ne? Ja, Mann. Einfach mal alles über 80. Richtig, ja? Krass auf jeden Fall. Ja, kann man auf jeden Fall machen, also Tolisso und Vidal auf Engine. Genau. So Leute, das war's auch mit dem Video. Ja, schreibt mir unten in den Kommentaren, ja, was wollt ihr als nächstes sehen? Also drei Chemistry Style, schreibt auch die Spieler rein, was wollt ihr einfach mal sehen, ne? Ja, die Daumen nach oben. Abonniere nicht vergesst, unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Facebook, Fanpage von Osan, Instagram könnt ihr auch natürlich folgen. Und ja, wir sehen uns bis morgen, 17 Uhr und damn. Peace. Yeah.